Johnny, wenn es geht, halt Luca auf, wenn du vorhin rausgehst. Ja, ich stehe dir raus. Was ist hier los? 5,8 Sekunden! Oh, hattest du einen Teil deines Frontflügels verloren? Ich bin weit, nein! Ich bin vor, Muck, komm, zieh! Aber ich glaube, wer startet in? Du oder ich, Mike? Du. Das ist eine saugute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die ungeraden Zahlen starten links. Ja, ich hab die bessere Seite. Verdammt. Nein, ich hab die bessere Seite. Genau, für den Start hat Mike die bessere Seite. Ach ja, stimmt. So, Mike ganz vorne! Wow. Der Monitor kommt, geballte Ladung Force kommt in deinem Windschatten. Ja. Okay, Dennis. Voll froh, Dennis, sind da Platz gut. Mach weiter so. Und, boah, Mike, also, du wirst jetzt so gejagt, das ist unglaublich. Oh Mann, ey, Leute, guckt euch das Feld an. Guckt euch das von allen Seiten hier abgeschossen. So, viel Glück, Leute. Ihr schafft das, oder Mucke, wir beide schaffen das, der Rest. Wir schaffen das. Schaut, wo er bleibt. Viel Glück und viel Glück, wir sehen uns. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Gut, okay, Freunde. Meine das dauert mir zu lange. Ja, mir auch. Ah, der Start war beschissen. Meiner auch. Ich habe versehentlich die falsche Taste gedrückt. Mein Start war richtig schlecht, aber ich komme hier anscheinend so noch einen Start verpennen. Ganz gut weg. Oh, Top. Wow. Nee, warte, nicht Top, Mucke. Wow. Oh, nein. Was ist da los? Mucke, ich bin neben dir. Bring mich nicht so raus. Wow. Mike wird abgeräumt anscheinend. Wow, das war nichts. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Warum, was ist? Naja, ich wurde halb gedreht. Von irgendeinem Post in mir, ich wusste nicht wer. Am Start habe ich dich berührt, das war ich dann. Mucka stand mir auch auf einmal plötzlich im Weg und jetzt regt er mich, oh Gott, ab. Wow, Tom, ich habe keinen Platz. Ja. Ey, ich hab auch. Ich oh hab Gott, nichts neben mir. Steffen, halt, Vorsicht, mach keinen Scheiß! Komm, Tom, weg hier! Ja, ich geb mein Bestes. Ich bin ja leider nicht so schnell wie du. Alter. Die Hand, da war die Hand. Die Hand! Die Hand Gottes war im Spiel. Wir haben Patrick hinter uns. Na, der ist keine Gefahr. Verdammt. So, ich muss ihn gewockt. Entschuldigung. Was ist los? Frontflügel verloren. Oh. Oh nein, verdammt. Von der Stadt gedreht, dann zack in die Wand, Frontflügel weg. Du hast eine ganze Runde ohne Frontflügel gefahren. Mike, wo bist du jetzt? Siebter. Okay. Boah, jetzt wäre ich hier fast hinten reingeknallt. Mach ich hab gar nicht nach hinten geguckt. Patrick macht ganz schön Druck hinter mir. Warte, ich versuche ein bisschen Gas zu geben hier. Aber nur ein bisschen. Nein, ganz viel. Nur die Sieger aus den ersten vier Rennen auf den ersten vier Positionen. Okay. Wow. Sean, bist du auf vier? Hä, hey, ich bin vor dir. Achso, Sean. Sean ist auf vier. Yep. Beide Mercedes hintereinander. Digga, kommt näher. Oh, wo bleibt der DRS, Mensch? Erste Runde 2. Erst in Runde 3. Verdammt! Ich wollte gerade sagen. Aber der letzte Sektor ist sowas von eklig. Aber Tom, ganz ehrlich, wenn das so bleibt, ne, übernimmst du auch die Einzelwertung. Mhm. Nein. Du, daran denke ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Boah, oh, mega quer geschossen. Ja, ja. Oh. Wir beide. Ach so. Also es wird ein schöner Dreikampf hier vorne, weil Patrick hält hier super mit. Ja, der ist schön dran. Die Bremsen sind ja mal wieder total scheiße. Aber Patrick, weiß ich, ist ein coolenter Fahrer. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt schalte ich auf Fett. Patrick ist im Übrigen mein... Letzte Runde. Oh, wow. Patrick ist mein ehemaliger Teamkollege auch noch, oder? Wie war das? Nein, das war Mucke. Nee, aber Patrick, sind wir beide nicht... Irgendwo erinnere ich mich das mit Patrick... DTM, ja. DTM. Verdammt! Ja, ja, das waren noch Zeiten. DTM ist einfach nur geil. Ja. Oh. Entschuldigung, was auch immer da war. Verhakung. Ja, wir fahren jetzt auch hier drei gerade eine schöne Lücke raus. Das ist auch gut so. Ja, ganz kurz weiter, da wurde ich von Mucke rausgedrängt, von drei Leuten überholt.
Ja, war keine Absicht, also Johnny, also wenn ich dich da berührt hab, tut's mir leid. Jetzt hab ich einfach nur Scheiße. Ich muss mich erstmal in Barcelona einfahren. Oh, Tom, da hast du jetzt aber ziemlich früh gebremst. Ja, ich weiß. Hier irgendwie an der Stelle immer. Wie kann man sich nur verbremsen? Boah, Alter! Was? So, Patrick hinter mir ist echt ätzend. Froh, ey, jetzt hast du einen kleinen, eine kleine Lücke. Ich kann es ja so schwer stehen, alle Scheiß. Hab die Schikane bis zu heftig genommen. Oh. Was machst du da? Danke. Was machst du da? Ich seh das so von hinten und denke, oh. Ich wollte rechts überholen, weil du da so viel Platz gelassen hast. Der Mike, da musst du blinken. Hier. Ja, genau. Da musst du blinken. Die Einführung des Blinkers. Du hast bestimmt noch nicht mal den Schulterblick gemacht. Oh, doch, ja, Mike, ich hätte da sein können. Du hättest mich vollkommen abdrehen können, ja? Ja, vielleicht. Ich hätte da sein können, du hast ja nicht dahin. Ja, Patrick, ich muss sagen, du fährst ein gutes Rennen, da. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Irgendwas muss man ja mal machen, ne? Ja. Spiegel, Blinker, Schulterblick, so lautet es korrekt. War das so? Keine Ahnung. Ja, ich habe meinen Führerschein jetzt schon 9 Jahre, ich weiß das. Also die DRS-Zone hier ist Schwachsinn, finde ich. Finde ich geil. Ja, diese lange Gerade hier in einem Mittelfeld? Hm. Ja. Okay. Das war ein bisschen abgekürzt. Ja, war volle Pulle. Ich glaube, ich hätte mich sonst gedreht. Wie staucht sich das jetzt hier wieder zusammen? Ja, komm mal. So, Tom, wir hauen jetzt langsam ab. Ja, das ist doch gut so. Dorn, rechts, Achtung. Nein! Ich war rechts zu. Körper Klaus. Nein, du warst hinter mir. Ach. Warte auf. Oh, das war zu spät. Ja, allerdings. Tom, du fährst eine Schnellstrudel nach der anderen hier. Ey, du machst ja praktisch nicht nach. Oh Gott. In 2012 habe ich 6 oder 7 geschafft, bis Patrick mir am Ende meine allerschnellste Runde weggenommen hat. Ja, ja. Hä? Nein, nicht in Barcelona. Oh doch, das weiß ich aber ganz genau. Oh, jetzt kämpft ihr. In Barcelona hatte ich die schnellste Runde. Ich rede von Formel 1 2012, ne? Ich auch gerade. Johnny? Ja, diese Test-Session, die wir hatten, die meinte ich jetzt. Ach so, hier, ja, da schon. Wow, beide Mercedes nebeneinander. Schon die dritte Kurve. Doppel DS für Mercedes, ja. Voll. Och, schwul. Der war jetzt geil. Wow. Wie das hier abgeht. Was für einen Vorsprung haben wir? Tom, jetzt zieh ich vorbei. Ja. Also ich hab DRS. Ich bin ja auch. Gut. Ich hab's ja gesehen. Oh, hab ich dich berührt? Alter. Hab ich dich berührt? Habt ihr beide? Alles gut. Ach, nee. Bei dir alles gut? Ja, ja, ich dachte als jetzt, dass ich dich abschieße. Ich brauch noch Platz. Mike, schnellste Runde gerade. Oh Gott. Mike, das waren wieder auch nur 18.000stel. Oh, Alter, ach Gott, wie war das denn? Wie hab ich die Kurve geschafft? Ich glaube, ich hab den Bremsdruck total verbrannt. Was für ein Dreikampf. Schön vorbeigeboxt. Alles gut da hinten, Tom? Ja, ich fahre gerade ein bisschen zu langsam. Ich muss aufpassen, dass Patrick hier nicht in die DRS-Zone da reinkommt. Also innerhalb von einer Sekunde, der hinter mir ist. Ja. Alter, wo bin ich mein neues Bett bekommen? Boah, ist ja jetzt scheiße hier so alleine. Mir ist eine Regeländerung eingefallen für die echte Formel 1, damit alles wieder spannender wird. Wie wär's denn alle mit Tastatur fahren müssen? Oh nein! Mit der ganzen Tastatur. Hab ich kein Problem mit. Ich schon. Ah, ich glaube, jetzt war ich ein Tick zu langsam. Wow! Wow, fuck! Scheiße. Hast du dich gedreht? Fast. Aber wirklich fast. Ja, ich hab gesehen, auf einmal ist ein Pünktchen stehen geblieben. Ja. Ach Gott, so wir müssen uns konzentrieren, das wäre der zweite Doppelsieg. Ja,
Aua, oh, aua. Oh, ich bin mittlerweile auf die 4 wieder nach vorne gefahren. Oh, wo sind Sean? Ich wollte gerade sagen, so hoch wie ich die ganze Zeit die Karre drehe, sind wahrscheinlich die Nocken schon komplett abgerieben. Aber Formel 1 sagen, haben keine Nocken. Aua. Ich bin auf Platz 7, Tom. Was hast du denn gemacht? Strecke scheiße, mit das wird gut zu fahren. Achso, ja, stimmt, okay. Ausreden. Ausreden. Also ich bin wenigstens froh, dass ich in Monaco richtig gut fahren kann mit der Tastatur. Das werden wir dann noch sehen. Also Monaco wird so geil. Du bist doch der Erste, der Monaco in zwei Autos zerstellt. Ah, also ich weiß definitiv, die Pole ist übermäßig wichtig. Ja. Allein schon wegen dem Start. Ja, du kannst dich überholen. Es gibt nur zwei Sachen, wo du überholen kannst. Im Tunnel und auf der Startziel. Apropos Startziel. Nee. Und wenn jemand nicht redet. Komm, wir haben Monaco fahren, außer letzte Kurve mal wieder. Nee, ey. Erinnere mich nicht daran, Sean. Doch. Na, Tom, jetzt sprechen wir langsam mal unsere Boxenstrategie ab. Komm, das machst du alles sehr gut, wie du gerade fährst. 1A. Also, ich fahr gerade scheiße, also komm. Ja, siehst du, dann mach weiter. Ja, ich fahr aber auch nicht viel besser. Die kommen da nämlich beide an. Oh Gott, ja. Also, Mike macht da jetzt richtig Druck auf Patrick langsam. Ja, bin nah dran. Da. Also, ich bleib noch draußen, Mori, jetzt, ne? 1A, Patrick. Okay, ich bleib auch noch draußen, noch gehen die Reifen. Ja, ich hab ja gehupt. Nur ich hab ganz ehrlich Schiss vor Mike. Der hat den Start ewig total verkackt und ist jetzt schon wieder auf 4. Ja. Der ist jetzt wahrscheinlich schon im DRS-Fenster vom Ist er. Sehe ich gerade. Ist er. Und er kommt angeflogen. Das hässliche Vieh. Oh. Mucke Godzilla Sadorski, was hab ich dir gesagt? Bitte nennen Sie mich Mucke in der Aufnahme, ja? Okay. Nein. Hab ich auch. Ich hab irgendwas mit meinem Nachnamen verstanden. Ja, okay, gut. Entschuldigung. Tom, ich finde, wir machen das trotzdem sehr gut, wir zwei. Ich auch, aber ich bin echt hier voll konzentriert, ne? Super. Ich freu mich noch nicht. Bei mir kann so viel passieren, so schlecht wie ich eigentlich fahre. Keine Ahnung. Das sah ja mal irgendwie lustig aus. Oh. Da war die Hand. Klatschcake, aua. Und endlich scheint mal wieder die Sonne hier auf der Strecke. Ja. Was? Patrick, DRS ist aktiviert, also Vorsicht. Also ich hab gerade nochmal gesehen, in der Quali war 12%ige Regenwahrscheinlichkeit, ne? Was war das denn für eine Aktion? Entschuldigung, ja. Ich hab doch gesagt, ich hab DRS aktiviert, Entschuldigung. Ja, dann brennt man früher, wenn man schnell ist. Ich hatte DRS aktiviert, Kerl. Ja, dann brennt man früher, Mike. Ja. Entschuldigung, ja, ich nehme die Schuld auf mich. Was ist denn da passiert? Ja, auch vor dem Schuldfrage, Mike. Ich hatte DRS aktiviert und hab gesagt, Vorsicht, also ich verschwinde auch in die Box als Wiedergutmachung. Ich fahre hier 1,27er Zeit, das ist nicht gut. Ich auch. Oh, du willst in die Box, sag das doch! Oh mein Gott! Was macht ihr? Wow! Ich fahr jetzt auch ran, Mucke, ne? Hä? Ich fahr jetzt auch rein. Okay, dann fahr ich in der nächsten rein. Mhm. Ich hab gerade einen Zwinger überholt. Weil das würde uns nämlich nur Zeit kosten, weil wir so nah aneinander sind. Da müsste der andere nämlich dahinter warten. Ja, da hast du recht. Ich war gerade rechts neben Zwinger und der wollte allerdings in die Box, die halt rechts liegt. Aua. Ja, und deswegen bin ich hier hinten rausgefahren und habe jetzt Teil des Frontflügels verloren. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich bin jetzt 5 Sekunden hinter dir, dann bist du erst. Also Tom, da kann gerne genauso weitergehen, echt ruhig. Wir machen das sehr gut. Ich finde das Rennen sehr unterhaltsam. Ja. Ich war auch ganz kurz Zweiter, das ist auch nicht so schlecht. Und ich finde Respekt an Mike, dass er sich so gut schlägt und aufholt hier. Ja, heftig. Ja, danke. Motivation kann ich sehr gut zu verteilen. Pass auf, wer gewinnt das noch gleich das Ding. Kommst du jetzt rein, Sean? Ich fahr diese Runde rein. Okay, dann gehe ich nicht rein. So, viel Glück, Tom, auf Weich, ne? Wir sehen uns gleich. Ja. Okay. Schnell mal was trinken. Auf dem Medium zu fahren macht Spaß. Das weiß ich. Patrick fährt auch rein, also du hast jetzt eine gute Chance, Mucke. Muss ich einmal Gas geben? Ja. Johnny, wenn es geht, halt Mucke auf, wenn du vorhin rauskommst. Wenn du hinter dir rauskommst. Was ist hier los? 5,8 Sekunden! Oh, hattest du einen Teil deines Frontflügels verloren? Nein! Zieh! Jawoll! Scheiße, was soll denn das? Wegen Patrick. Oh, Patrick, ey, was machst du? Gar nicht. Ja, ey, komm mal den Mund.
Ja, das ist dieses Unsafe Release, da kannst du leider nichts gegen machen. Da haben sie korrekt eingebaut. Was ist denn lieber, Tom? 2 Sekunden länger stehen oder eine Strafe mit einer Drive-Thru? Selbst auch so eine beschissene Regel fällt mir ein. Das ist jetzt, das tut jetzt richtig weh. Da kannst du ja nichts für. Das ist ja eher das Team, was dich da rausholt. Und das Team kassiert die Strafe eigentlich. Oh, ist das jetzt traurig. Einen ganzen Platz verloren. Ist jetzt durch, also du bist jetzt hinter Patrick. Nee, ich bin jetzt hinter Mike und Patrick ist ganz dicht hinter mir. Okay. Anstatt 3 Sekunden hinter mir ist er nur noch 1 Sekunde oder so hinter mir. Ah, ich bin Zweiter, das fühlt sich gut an. Okay, dann laufen wir in die andere Richtung. Tür zu! Oh, Scheiße!